Krankheitsbilder in ihrer Gesamtheit und dabei zugleich elementar zu verstehen, muss der Blick den erkrankten Menschen, die Strukturen der Organe und die mikroskopischen bis molekularen Details einzelner Zellen einschließen. In Oliver Brüssels Fokus liegt das menschliche Gehirn. Der Neuropathologe und Stammzellforscher der Uniklinik Bonn will gesunde, kranke, degenerierte oder mutierte Gehirnzellen von Patienten verstehen und im Labor nachbauen. Ja, wir nutzen die Stammzelltechnologie, um aus Blutproben, um aus Hautproben Gehirnzellen quasi künstlich im Labor herzustellen. Und diese Zellen nutzen wir für zwei verschiedene Zwecke. Zum einen nutzen wir sie für die Krankheitsforschung. Das heißt, wir wollen verstehen, wie Krankheitsprozesse funktionieren im Nervensystem. Da geht es um neurodegenerative Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen, aber auch Fehlbildungen des Gehirns. Und zum anderen wollen wir diese Zellen für therapeutische Zwecke einsetzen. Hier geht es im Wesentlichen um Zelltransplantation ins Nervensystem. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, haben Brüstler und sein Team eine Reihe von Methoden etabliert, um aus Haut- oder Blutzellen standardisierte Stammzellen des Nervensystems oder auch ausgereifte Nervenzellen zu entwickeln. Ja, die Zellumwandlung ist eine faszinierende Sache. Wesentlich sind dabei sogenannte Transkriptionsfaktoren. Das sind mächtige genetische Schalter, die ihrerseits Programme in der Zelle umwandeln können und auf diese Art und Weise das Ausreifungsprogramm der Zelle ändern können. Die Entstehung von psychiatrischen Erkrankungen wie Autismus oder Schizophrenie, die mit der frühesten Gehirnentwicklung beginnen können, kann mit solchen von Patienten stammenden umgewandelten Zellen besser verstanden und die medikamentöse Therapie dieser Krankheiten so möglicherweise verbessert werden. Wir schauen auf diesem Weg, was treten für Veränderungen auf, die mit der Erkrankung zu tun haben. Das heißt, wir schauen quasi der Erkrankung bei der Entstehung zu. Bei Ansätzen zur Therapie von neurodegenerativen Erkrankungen geht es wiederum um die Fragen, wie Zellmodelle auch für die Erprobung von Wirkstoffen eingesetzt oder wie Zellverluste, die im Gehirn auftreten, ausgeglichen werden können. Ein Ansatz ist hierbei die Entwicklung von Zelltransplantaten. Die große Schwierigkeit oder Herausforderung hierbei ist, dass es wenige Erkrankungen gibt, bei denen bevorzugt ein Nervenzelltyp ausfällt. Viele Erkrankungen betreffen unterschiedlichste Nervenzelltypen, beispielsweise Alzheimer, beispielsweise Schlaganfall. Die Frage, wie mehrere Zelltypen gleichzeitig quasi ersetzt werden können, ist bis heute ungelöst. Eine Möglichkeit für die Zukunft ist die Überlegung, humane neuronale Netzwerke quasi ins Gehirn zu integrieren und zu erforschen, inwieweit das Gehirn imstande ist, im Rahmen von Plastizitätsprozessen solche Netzwerke zu akquirieren, zu nutzen. Oliver Brüstler will nicht nur verstehen, wie die Zellen im Kopf funktionieren, miteinander kommunizieren oder Ersatz für defekte Zellen gefunden werden kann. Mit der Stem Cell Factory, einer Roboteranlage, die sein Team in Bonn entwickelt hat, möchte er spezifische, genetisch veränderte Zellen in der nötigen, gleichbleibenden Qualität erzeugen, damit diese eines Tages dann zum therapeutischen Einsatz kommen können. Für Brüssler und sein Team erfordert die Erforschung der erkrankten Gehirnzellen und ihre mögliche Heilung viel Austausch und Diskussion und viel Zusammenarbeit mit anderen Instituten der Uniklinik Bonn. Am Horizont dieser gemeinsamen Anstrengungen soll eine bessere Zukunft für Patienten stehen.